Die Aisch ist ebenso wenig geradlinig wie die Region, der sie ihren Namen gibt. Der Aischgrund mit seinem Mosaik aus Karpfenteichen bewegt sich zwischen Verlust, Bewahren und Aufbruch. Altes Fachwerk verfällt, blüht aber auch auf, wie hier die Mühlen in Lonnerstadt und Störpersdorf. Und neuer Tatendrang herrscht im Ort Diesbeck im Goldenen Löwen. Mangels Nachfolger gab's nur noch am Wochenende warme Küche. Doch nun will Koch Stefan Herbolzheimer das Gasthaus neu beleben. Zweimal im Monat mietet er das Lokal, um Lust auf Vegetarisches zu machen. Pop-up-Restaurant nennt er das. 100% Experiment. Also, ich kenne jetzt hier in der Gegend keinen, der was Ähnliches macht. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Art so. Innovativ sein, was Neues probieren, weil alles, was Routine ist und sich wiederholt, das langweilt mich zu Tode. Das muss dann immer wieder neu und herausfordernd sein. Bei Rap-Musik entstehen neu erdachte Gerichte. Denn Stefan Herbolzheimer war selbst mal Hip-Hop-Musiker. Zu seinem Logo, die dicke Katze, hat ihn sein Haustier inspiriert. Ein freies Wesen, wie er sagt. Früher war der Katzenliebhaber in einem Sterne-Restaurant und auf einem Kreuzfahrtschiff angestellt. Heute ist er selbstständig als Miet- oder Privatkoch. Ich will die Region mit gutem Essen bereichern. Alles, was von hier kommen kann, kommt auch von hier. Sei es ein Streuobst, sei es ein Lauch, ein Kohl, sei es die Karotten oder die Kartoffeln. Ich möchte, dass mein Geld und meine Energie in der Region bleibt, weil ich will, dass die Region wieder wächst, dass die Menschen in der Region gestärkt werden. Aber alleine bin ich nichts. Deshalb hat sich Freundin Anna Eppelein heute extra freigenommen. Ich will natürlich den Stefan unterstützen, wo es geht. Ne? Und so junge, innovative, ideenreiche Köche wie der Stefan können sich da ausprobieren, austoben. Und der Besitzer der Location kriegt die Hütte auch an anderen Tagen mal wieder voll. David Baumann ist eigentlich der Bio-Gemüselieferant. Ich freue mich jetzt aber total, dass das hier jetzt gerade stattfindet und unterstützen Stefan dann gern, wenn ich hier jetzt spüre. Und Papa Richard Herbolzheimer pausiert vom Rentnerdasein, dem Sohn zuliebe. Der hat sich in Emskirchen eine weitere Mitstreiterin in Sachen hochwertiges Essen ins Boot geholt. Clara Fuhrmann war 2021 beste Konditorin Bayerns und kreiert nun die Törtchen fürs Dessert. Wenn er mal keine Lust hat, auf Dessert eins zu machen, dann fragt er halt einfach mich. Und das hat er jetzt getan. Und ich freue mich drüber, dass er mich gefragt hat. Und jemand, der in die gleiche Richtung geht, für den macht man immer was gern. Es sind lauter junge Leute, die irgendwie ähnlich ticken und was schaffen wollen. Passionsfrucht-Törtchen mit noch gefrorenem Kokosmus und Vanillecreme. Ohne künstliche Zusatzstoffe. Ich will immer die Sachen noch besser machen. Mir reicht's eigentlich nicht, wenn ich mal was gut gemacht habe. Und es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir das schaffen würden, die Leute zu animieren, sich ein bisschen was zu gönnen. Ob Clara Fuhrmann und Stefan Herbolzheimer überzeugen können, wird sich später noch zeigen. Im Aischgrund wird ansonsten traditionelle Wirtshauskultur geschätzt. Andererseits braucht es in vielen Orten neue Ideen. Verlust und Aufbruch im Aischgrund. Das beschäftigt Andreas Riedl aus Neustadt an der Aisch gleichermaßen. Gerade arbeitet der Fotograf an einer Ausstellung, die sich dem Aufbruch in einer neuen Zeit widmet. Eine Bekannte hat es initiiert, die sehr engagiert ist in der Flüchtlingsbetreuung und so. Und die hat mich dort aufgebracht. Was ist jetzt der Mucksei? Ich weiß nicht, was mir erwartet. Ich kenne sie nicht. Telefonisch hatte Andreas Riedl vorab Kontakt. Der Fliesenleger Alexander Martin beschäftigt einen Geflüchteten. Diese Zusammenarbeit und ein neues Zusammenleben will Andreas Riedl in den Blick nehmen. Das ist jetzt keine Werbeaufnahme, ne? Also wenn es da nichts ausmacht, mir wäre es so viel lieber. Weil so arbeitet er halt, ne? Ihr wollt jetzt was Schönes anziehen, ein sauberes T-Shirt, aber ich meine, ich möchte jetzt so, wie sie arbeiten.
Seit 6 Jahren arbeiten Alexander Martin und Beshir Fashiku, der aus Syrien geflohen ist, zusammen. Die Intention ist, dass man sieht, dass das nicht immer bloß negativ ist alles und mit der ganzen Flüchtlingswelle, dass man halt sieht, das brauchen wir. Wir brauchen die Leute. Ihr könnt aber es in die Hände nehmen. Unter dem Titel In guter Gesellschaft werden die Fotos in der Galerie einer Neustädter Bank ausgestellt werden. Ja, ist gut so. Dann die Leute sehen, die Ausländer auch arbeitet, auch Ergo macht, nicht immer zu Hause sitzt und so. Ich glaube, das ist gut. Der Bisch ist auf jeden Fall ein Top-Mann. Super Arbeiter. Ja, gut. Ja. Darf da ein bisschen mehr lachen? Lachen ein kleines bisschen. Das ist arg schön bei der Arbeit so. Jawohl, sehr gut. Ein Miteinander. So wünscht sich Andreas Riedl die Zukunft. Dem Vergehenden im Aischgrund kann er aber auch viel abgewinnen. Dann da wieder die Glossbar stehen. Ne? Das ist saugut. Das ausgebesserte, ausgeflickte da und da noch was reingestopft, das nicht reinzieht. Super. Andreas Riedl möchte festhalten. Festhalten, was vielleicht bald abgerissen und dem Aischgrund verloren gehen wird. Er selbst stammt aus diesem alten Bauernhof, der später zum Wirtshaus umgebaut und dann verkauft wurde. Heute finden hier Square Dance-Abende statt. Wenn ich so sehe, dann fallen mir viele so Sachen ein von früher. Wenn eine Sau geschlacht worden ist, was das für eine schöne Stimmung war. Da waren die ganzen alten Tanten da, die waren alle schon schön kräftig waren und haben da Speck geschnitten und die waren alle gut drauf. Keiner war im Unterzucker, alle haben so ein wenig Schnäpsel gehabt. Schon mit 16 Jahren fotografiert Andreas Riedl und hält dabei ein Mittelfrankenfest, in dem noch tagtäglich der Besen zum Abendritual gehört. Und er erlebt noch die Urtypen des Aischgrunds. Die Originale sind selten geworden. Aber ein paar gibt es noch. Zum Beispiel den Landwirt Lorenz Mex aus Dachsbach. Ein typischer Franke bin ich schon, ja. Aber was heißt jetzt typisch? Ne? Manche sagen, die Franken sind so schwer zugänglich, also man kann nicht mit ihnen reden. Bin eigentlich von Grund auf ein fröhlicher Mensch, ja. Die Aisch sorgt dafür, dass auch Originale der Tierwelt sich hier wohlfühlen. Regelmäßig überschwemmt der Fluss die Wiesen, in denen sich dann zahlreiches Kleingetier tummelt. Ein gedeckter Tisch für Störche. Über 50 Vogelpaare belagern das Örtchen Ühlfeld geradezu und machen es zum Storchendorf Deutschlands schlechthin. Auch wenn die Attraktion auf dem Dach so manchen Schornstein verstopft, ist der Storch wohlgelitten. Beflügelt er doch den Tourismus. Die wasserundurchlässigen Tonschichten des Aischgrunds sind ideal für Teiche. Schon im Mittelalter züchteten Mönche Karpfen als Fastenspeise. Dem Fisch hängt allerdings das Vorurteil an, er moselt zuweilen. Dem kann Teichwirt Meinhard Fries nur widersprechen. Bei uns ist so, dass fast kein Karpfen mohrt oder moselt, sagt man da. Weil eben der grüne, sandige Lehmboden, der den Aischgrund durchzieht, geschmacksneutral ist, sag ich immer. Die Karpfensaison dauert von September bis April, vom ersten bis letzten Monat mit R im Namen. Teshome Denjasa ist eine willkommene Kraft beim Abfischen. Der Äthiopier ist vor den Auswirkungen des Bürgerkriegs in seinem Land geflüchtet. Seit 2023 arbeitet er nun entweder in der Teichwirtschaft oder im Gasthof von Daniela und Niklas Schivon und Seniorchef Meinhard Fries. Bei ihnen hat er auch eine eigene Wohnung. Ja, ich bin sehr glücklich. Wir sind ganz froh, dass er da ist und so tatkräftig unterstützt. 8 Jahre hat es gedauert, bis er eine Arbeitsgenehmigung bekommen hat. Das ist eigentlich erschand. Okay. Ja, der hält mir gleich über den Kopf. Ja. So.
Zu Hause, in seinem Atelier, trifft Andreas Riedl schon mal eine erste Auswahl für seine Ausstellung in guter Gesellschaft. Ich hoffe, dass manche Leute ein wenig aus dem Denken da ein wenig rauskommen und sagen, jawohl, das geht vielleicht gar nicht mehr anders. Wir brauchen die Leute. Wir können mit den Leuten arbeiten, die da sind. Ne? Oder wir können auch Freundschaften haben. Wir müssen nicht immer bloß arbeiten. Wir können auch Freundschaften haben. Man kann auch mal eine andere Kultur kennenlernen. Muss man nicht einmal verreisen dafür. Wenn man jetzt sieht, dass die alle da so hängen, schön gerahmt, gedruckt, aufgezogen, ordentlich beschriftet und so, das ist schon arg schön. Wieder zurück im Diesbecker Goldenen Löwen. Um 17 Uhr ist Auftakt zum vegetarischen Abend. Stefan Herbolzheimer und sein Team wollen ihre Gäste nicht nur kulinarisch zufriedenstellen, sie wollen für die vegetarische Küche begeistern. Die Neugier der Aischgründer ist schon mal groß. Selbst an einem Donnerstag ist die Gaststätte nun randvoll. Wir lassen uns überraschen. Ich bin das erste Mal in einem vegetarischen Restaurant. Und ich gehe aber davon aus, es ist bestimmt lecker, weil es riecht sehr gut. Und an diesem Tisch? Wir sind alle keine Vegetarier. Okay. Ja. Mitgehangen, mitgefangen, gell? Dieser Herr ist wohl eher skeptisch, aber wenigstens interessiert. Seine Vorspeisenkreation mit Rote-Bete-Schnecken, Meerrettichschaum und Birnencreme serviert Stefan Herbolzheimer heute zum ersten Mal. Und? Nervös, aufgeregt, freudige Vorspannung, bis es dann mal läuft. Man macht sich so viele Gedanken und wenn es dann mal läuft und es läuft, dann ist so, jetzt passiert es endlich. Worst Case wäre, wenn Menschen mit guter Laune kommen und mit schlechter Laune rausgehen. Aus welchen Gründen auch immer, ob das Essen nicht schmeckt oder versalzt ist oder die Leute unfreundlich sind, das wäre der Worst Case. Sortiertes Gemüse mit Blumenkohl-Nuggets. Die fränkischen Krautkrapfen auf Kartoffelstampf und Rotkohl werden mit einer stark reduzierten dunklen Gemüsesoße serviert. Das Risotto aus Weizenkorn mit fränkischem Safran und gebratenem Radicchio. Stefan Herbolzheimer bedient gerne auch mal selbst, um eben die Laune der Gäste auszuloten. Um 20 Uhr haben dann alle die Hauptspeise hinter sich. Ich bin ja eigentlich mehr der Fleischesser, aber man kann das schon auch ganz gut genießen. Ja. Sie ist die Mama vom Kochen. Wenn es nicht so gut schmecken würde, würde ich das auch sagen dürfen. Ja. Einfach. Ja? Weil Kritik will er immer haben. Also ehrliche Kritik, aber es ist lecker. Glück habt. Durch das, dass alles eben aus der Region kommt und biologisch wertvolle Lebensmittel sind, das macht das Ganze noch viel sympathischer. Und der eher skeptische Herr? Verblüfft, dass es schmecken kann. So diese McNuggets mit... Keine Ahnung, was drumherum war, die Welt, denke ich, werde ich daheim auch mal machen. Dann sind jetzt die Törtchen von Clara Fuhrmann das i-Tüpfelchen eines gelungenen Abends. Selig, einfach happy. Es gibt hier Menschen, die haben Bock auf neue Sachen, auf Genuss. Ich finde das total geil, das zu entwickeln und voranzubringen, die Heimat und die Begeisterung für Produkte, für Nahrung, für was Neues, für Innovation, für Spaß am Essen, Spaß am Zusammensein. Und ich finde das super. So viel Elan spricht für die Aufbruchstimmung im Aischgründ.